So, dann können wir ja mal loslegen. Genau, jetzt habe ich sogar mal die Aufnahme gestartet. Oh, schön. Oh, willkommen. Hast du gemerkt, wenn du stehst und du springst, dann springt der, muss nur stehen und der springt nicht gerade hoch. Hm? Ist ja ganz cool gemacht, weil realistisch irgendwie. Ja. So. Das erste Spiel, wo mir sowas auffällt. Ja. Oh, ich habe eine Kamera gefunden. Und was gibt's hier noch? Ein Zettel zum Lesen. Oh, hier. Erste-Hilfe-Pad. Ah, hier ist nur Licht an, Licht aus. Oh, ich hoffe, dass das jetzt geht. Adrenalinspritze. Ja, das wäre ja gut. Also das war ja... Jetzt gibt's hier auch eine Pistole. Hm? Ich weiß nicht, ob du die dann auch siehst. Warte mal, ist die wieder in dem Raum hier, ne? Ja. Ja, ist auch eine da. Ah ja, und du hast sie auch aufgehoben jetzt. Oh, alles klar. Das ist nice. Da war ja das letzte Spiel echt mangelhaft. Ja, mal gucken. So, gehen wir hier mal rein. Oh Gott, ich hoffe, du hast jetzt trotzdem eine Karte hier oben. Ich habe die jetzt genommen. Hm? Ich habe auch eine gehabt. Ich kann sogar M drücken. Jo, ich habe auch eine. Ja, ja, aber hier auf dem Tisch ist doch so Fernglas mit Karte. Hm. Achso, ein Fernglas hatte ich unten schon aufgenommen. Achso, nee, hier. Stimmt. Nehme ich mal auf. Zack. Sehr gut. Hier draußen war ja nichts, ne? Nee. Dann sollen wir ja den Wagen draußen, also den Polizeiwagen irgendwie durchsuchen. Machen wir das mal. Mhm. Alter, ist ja, als wenn der Auto, wie so ein Autorennspiel, so schnell. Man läuft gar nicht, man fährt irgendwie. Ja. Wie bei Nummer 5 lebt, der ist auch mal gefahren. Oh, hier können wir jetzt alles schön nehmen. Oh, sehr gut. Ja. So. Oh, dann wird's aber klappen diesmal. Hm. Ah, alles klar. Jetzt habe ich auch den Polizisten durchsucht. Oh, sehr schön. Den ausgeräubert hier. So. Munition, alles nehmen. Zack. Hat auch funktioniert. Ist hier sonst noch was? Nö. Irgendwie muss man doch hier, aber das... Oder war das noch nicht hier? Das Polizeiradio abhören können. Scheint nicht hier gewesen zu sein. Finde und zerstöre einen Feind. Nur morgen so, Morgendämmerung. Es geht tatsächlich weiter. Alter, das ist ja wie Weihnachten. So, dann komm mal her, du Feind. Ah, da ist ja schon der Erste. Echt? Ein fertig. Alter, den hat's aber zerlegt. Ja, ich habe einen Feind fertig gemacht. Und ich kann ihn... Ja. Sehr schön, jetzt gehe ich nochmal auf Logdateien. Folge der Straße und nach einem sicheren Ort zu suchen. Okay. Dann folgen wir mal der Straße. Ach, oben links stehen ja auch immer gleich die Dinge, die man machen muss. Das ist ja gar nicht verkehrt. Das stimmt. Taschenlampe ist mit F, glaube ich, ne? Ja. Ja, ich habe leider keine. Ah, okay. Die hast nur du gekriegt. Oh. Nächste Gegner. Die Alter. Halten aber ein bisschen was aus. Alter, der hat mich voll umgehauen. Oh. Voll angesprungen hat er mich. So ein Sack. Ah, das Schöne ist, die haben immer ordentlich was dabei.
Das stimmt. Ja. So, gleich mal nachladen hier. Zack. Wo willst du denn hin eigentlich? Ach so, ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Ich habe mich schon gewundert, warum ist denn da schon wieder ein Polizeiauto? Ich dachte auch, wo will er hin? Ja, das ist ja unglaublich hier. Wir müssen doch erstmal hier Schwedens Natur genießen. Oh, der ist aber schön hier. Kannst doch nicht immer nur das gleiche Stück dir angucken. Ne, stimmt. Ist aber wirklich schön hier. Da ist schon wieder umgekehrtes Auto. Und zum Looten. Ein Loot-Roboter. Oder? Nö. Oh, hier gibt's auch was. Ist das Auto? Kann man das Ja, im irgendwie. Kofferraum gibt es noch was. Ah. Stimmt. Ah, richtig gut. Mal alles nehmen hier. Was haben wir da? Alles nehmen. Einfaches Erste-Hilfe-Set. Und hier hast du noch einen Brief oder so. Den nehmen wir auch mal. Jawohl. Suche Björknes Haus. Okay, dann machen wir das mal. Ja, erstmal gehen wir hier weiter und suchen eine sichere. Wir sollten ja der Straße folgen, Und oder? einen Ja, sicheren dann. Zufluchtsort. Die Kirche sieht danach aus, irgendwie. Jawohl. Weil Roboter gehen ja nicht in die Kirche wie Vampire. Erforsche die Kirche von Iboholm. Dann machen wir das mal. Oh, Oh. da ist einer. Jawohl. Gleich hin und ausrauben. Oh, Wie da ist ist noch das? einer. Kriegst du das auch, was ich einsammle? Nee, aber ich kann die auch looten. Okay, sehr gut. Blöd ist mit der Taschenlampe halt, ne? Dass man die Taschenlampe nicht bekommt. Ah, komm her, du Roboter. Roboter. Prima. Alles einsammeln, was wir kriegen können. Ja, jetzt macht es auf jeden Fall Spaß, weil jetzt funktioniert ja auch alles. Naja. Boah, ich Junge, der. Der hat aber gebraucht, ne? Ist immer noch nicht weg. Warte, ich komme mal zur Unterstützung. Das ist gut. Schießübung. Ja. Das erinnert mich so ein bisschen an die Hunde von Hunt, die hier angelaufen kommen. Ja. Nur, dass die halt auf jeden Fall nicht schießen. Hier ist auch in der Kirche ist auch wieder Munition. Oh. Okay, Erste-Hilfe-Kasten ist hier auch. Hier in der Ecke ist auch was. Was haben wir hier? Oh, hier kann man, was ist denn das vernachlässigt? Halbautomatische. Hier ist eine Lagerbox, hier kann man Sachen ablegen, wenn man möchte. Ja, das ist doch nice. Hier ist ein Metallhead. Erste Hilfe. Ein Radio habe ich bekommen. Das ist auch gut. Ist hier noch irgendwo was versteckt? Hüpfe über die Bänke. Ah, hier. Vor uns ist noch was. Feuerwerkskörper. Ah, da kann man die mit ablenken.
Alter, was ist das? Ja, das ist der Feuerwerkskörper. Alter, ich bin hier erschrocken. Ich dachte, Petrus ist gelandet. Ich wollte es mal ausprobieren. Sehr geil. Wie kann man die eigentlich aktivieren? Irgendwie übers Menü, oder? Ja, im Inventar musst du sie erstmal auf so einen Schnellslot da packen. Dann mache ich das gleich mal. Feuerwerkskörper auf die 4. So, was haben wir hier? Achso, was siehst du? Dann kann ich auch gleich mal Medikit hier reinpacken. Oh ja, das ist eine gute Idee. Norsing-Fackel und Adrenalinspritze. Da gibt's aber nur. Kann ich aber nicht reinnehmen, okay. Fernglas, okay, dann habe ich jetzt 4, 5, 6, 7 belegt. Schade, dass wir noch keine primären Waffen haben. Wir haben nur eine sekundäre Waffe. Ja, vielleicht finden wir ja noch was. Ja. Hast du dir das hier durchgelesen? Nee. Gucke mal kurz. Wir sind Bauernhof Stenger gegangen, um uns in Anderson zu treffen. Geht euch hin, Johnny. Ah, okay. Unser Zufluchtsort. Viele Radios es hier gibt. Ja. So, wenn du vor mir... Waffe um? Kannst hier hochkommen. Jo. Das Geile ist, wenn du vor mir stehst und auf einmal läufst, dann bumm, weg bist du. Also. Das oh. Geht ratzfatz. Alter. Oh. Musikinstrument. Geil ist das denn? Ja, das auch, ne? Man kann, also jeder kann, die Waffen kann nur einer immer nehmen. Ah, okay. Aber das macht nichts, also wir werden noch genug finden. Aber ist ganz gut zu wissen. Vielleicht finden wir ja auch nochmal hier irgendwo eine zweite oder so. Ach, unterwegs wird es genug geben. Oh, hier draußen ist auch noch was irgendwie. Ah, halte E Fahrzeugstation benutzen. Okay, was kann man da machen? Fahrzeug spawnen. Was? Ach, ein Fahrrad oder was? Ja, kannst du warte mal, wenn du E drückst. Kann ich jetzt sagen, Eingabefahrzeug spawnen? So, das habe ich mal gemacht. Nur, wo ist denn das Fahrzeug jetzt? Ich glaube, ist das nicht hier? Weil ich habe immer nur Cycle Himmelblau. Ah, warte mal, das Cycle ist ein Allround-Fahrrad aus schwedischer Produktion. Hier ist es. Wusst. Warte mal. Ach, da, okay. Kannst du auch eins spawnen? Ich kann es ja probieren. Ja. Aber ich kann es nicht benutzen. Fahr mal da weg, bitte. Ach nee, es ist hier vorne. Ah. Jetzt kann ich es. Ja, okay. Das ist ja geil. Ist einfach nur nach vorne und... Zack. Ja, das ist doch mal eine geile Idee. So, warte mal, ich komm dir mal hinterher, du bist ja einfach zu sportlich hier. So, komm, fahr. Ich, ja. Ich guck mal erstmal, hier kann man noch Leute durchsuchen. Aber ich nehme auch, also das Fahrrad ist irgendwie so, ist ein nettes Must-Have, aber ich finde dieses so rumlaufen irgendwie netter. Also, ja, das ist voll klobig, das Fahrrad. Außerdem so schnell wie wir laufen, brauchen wir kein Fahrrad. Das stimmt, eigentlich bist du mit dem Fahrrad langsamer. Na gut, dann können wir ja zum Bauernhof, oder?
Jo. Mal gucken, wo wir den finden. Gucken mal auf der Karte. Unterschlupf, Kirche von Bornholm, Fahrzeug. Hier ist der Sammelgegend, Unterschlupf, Unterschlupf. Ah, ich habe den Bauernhof. Warte mal, kann ich die irgendwie markieren? Eher auf Spieler fokussieren, habe ich jetzt mal gemacht. Ja. Ah, den taucht hier jetzt oben auf, ne? Genau. Mit T kannst du ja verfolgen. Ah, okay. Also wenn du in den Log auf die Mission gehst, bei der Bauernhof, drückst du T und dann zeigt das dir oben im Inventar, in der Kompass. Hm, stimmt. Ah, wieder was gelernt. So, dann komme ich mal der. Ja. Alter, der ist aber auch flink unterwegs. Das stimmt. Mann, Mann, Mann. Gerade ist es wieder so, dass ich mir denke, das liegt ebenfalls nicht an meinem Rechner, sondern es ist einfach so, es läuft bei jedem so schnell. Ja, das kann aber auch an Hand Showdown liegen, oder? Hand ist einfach viel langsamer. Mhm. Ich mal gucken, hier gibt es irgendwo Gegner, ich will mal noch was abknallen. Oh ja. Oh oh. Alter, das war wie Musik. Oh. Oh ja. Was denn? Gibt's da noch einen? Ja, ja, hier so einen kleinen. Oh. Der springt mich immer an, ey. Was denn? Ah. Jetzt muss ich meine Waffe wechseln. Ah, danke. Den kann man nicht. Nee, der war ja nervig und ich habe keine Munition mehr jetzt für meine Schrotflinte. Oh, hier ist ja noch so eine. Oh Mann, ich krieg den auch nicht weg hier. Ich komme mal zu dir. Oh, die machen aber gut Schaden. Hm. Oh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich hänge hier am Auto fest. Das ist ja assi, warum geht. Gibt's doch nicht. Ich komme hier nicht mehr weg. Wieso das denn? Ich weiß nicht, also. Duck dich einfach. Ja, stimmt, danke. Ah, okay. Ja, ist ja realistisch wahrscheinlich. Ich habe mich unter der Motorhaube fest. Nee, unter der Kofferraumklappe festgehangen. So. Auf jeden Fall gibt es hier überall viel Munition. Mhm. Alter, wo ist denn? Oh, mich hat zerlegt. Alter. Ah, du kannst mich wiederbeleben. Eingabe beleben. Achso, eine Adrenalinspritze verwenden. Man kann sich selber wiederverwenden. Wiederbeleben. So, ich muss erstmal hier Erste-Hilfe-Kit nehmen. Irgendwas hat mich getroffen. Ja, irgendwas schießt hier gerade. Ach, hier ist ja noch so ein Roboter. Oh mein Gott, hier sind ja mehrere. Okay. Oh, jetzt haut er ab, ey. Piss dich. Alter, hat er mich angesprungen, ey, der Drecksack. Boah, es kommen immer mehr in mir.
Warte, ich habe langsam ein bisschen Probleme, so ich brauche mal ein bisschen Energie, habe ich gar nicht. Ich habe keine Energie, scheiße. Okay, müssen wir mal looten, aber vielleicht habe ich ja dann irgendwo. Also ich habe noch Packs, ich kann dir sonst welche hier hinschmeißen. Ja, warte mal, ich gucke mal erst, ob die hier noch irgendwie was haben. Ja, kannst mir ruhig mal eins hinschmeißen. Danke. Da. Ach, das ist ja blöd. Man muss die auch, wenn du 5 Stück hast und ziehst sie in die Schnellleiste und findest nochmal 5, dann benutzt er die nicht. Ah, okay. Sondern der nimmt nur die 5 und du musst es jedes Mal dann wieder ins Inventar runterziehen. Hm. So, warte mal, da muss ich mal meine Energie jetzt hier aufladen. Alter, also die sind ganz schön nervig, die Viecher. Das stimmt. So. Oh, hier kann man sogar Klamotten. Ich habe so ein T-Shirt gefunden hier. Auto im Rucksack. Ich habe Handschuhe. Ah, hier habe ich auch ein Medikit nochmal gefunden. Oh, das ist gut. Oh ja. Prima. Ein Polizeiauto. Ah, da ist auch Munition. Super. Prima. Das lohnt sich sogar, die Seitentüren aufzumachen. Ja. Okay. Ah, Schrot habe ich jetzt auch wieder. Geil. Prima. Ja, stimmt. Mit dem Medikit ist echt blöd. Jetzt kann ich mir das da nochmal reinziehen. Aber man kann ja Gott sei Dank mit der Maustaste, mit der mittleren Maustaste, wie bei Hand sozusagen, das Ganze aufladen, ne? Was kann man auch sagen? Wenn du jetzt Energie brauchst, bei Hand hast du ja auch die mittlere Maustaste, wo du dann umschalten kannst zwischen Spritze oder Waffe. Und ah, das Mausrad, ne? Genau, hier kannst du auch mit dem Mausrad quasi alles ja, funktionell irgendwie benutzen. Das stimmt. So. Okay. Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt komme ich mal zu dir gelaufen. Kann es weitergehen. Mhm. Alter, das ist, als wenn du durch Schweden fliegst. Oh, da unten ist ein Panzer. Oh. Und hier ist noch ein Auto. Ich gehe mal kurz in dem Auto. Ja. Ein Loot-Auto. Oh, Handschuhe habe ich jetzt auch genommen. Bekommen. Okay. Dann werde ich mich hier mal anziehen. Ah, du kannst deine Fertigkeiten sogar aufleveln, ne? Sehe ich gerade hier. Aber ich weiß gar nicht, haben wir schon Punkte? Nee, haben noch keine gehabt. Aber bald sind wir auf Level 2. Ja. Ich gucke gerade, wo finde ich denn meine Handschuhe und das, was ich angezogen bekommen habe, eingesammelt habe. Im Inventar. Ich glaube unter Profil. Okay. Ah, okay. Da müsste ich ja dann... Hände...
Aber da finde ich die Sachen nicht, die ich eingesammelt habe. Da finde ich allgemein nur irgendwie Kopf, Brille, Gesichtsschutz, Schminke, Hals, Jacke, Schuhe, Hände. Komisch. Und bei Hände hast du keine Auswahl? Nee, ich bin... Wenn ich jetzt, warte mal, ich gehe mal nochmal auf Profil. Hände kann ich halt sagen, Ringe, Silber, Einzelring, Silber. Nö. Wenn ich jetzt auf Hände gehe... Ich habe da Handschuhe. Nö. Und auf dem Kopf habe ich jetzt auch mehrere Sachen gefunden und die kann ich da aussuchen. Nö, es geht bei mir nicht. Nö. Merkwürdig. Okay, Wasser ja. Nee, Hemd kann ich halt nur die Farbe wechseln. No. Alter, was hast du denn da Schönes? Zum Propangas oder so. Ah, okay. So, dann würde ich sagen, laufen wir mal weiter zum Bauernhof, ne? Ja. Das Game ist bei mir auch so leise irgendwie. Ich bei mir auch. Ich mache auch mal ein bisschen lauter. Da ist gar keine Hintergrundmusik irgendwie. Nee, nichts. Also es ist einfach nur tot. Also überhaupt auch die Schritte, die laufen. Oh, da ist ein größerer Roboter. Ah. Alter Schwede. Hat er dich erledigt? Na, nicht ganz. Oh oh. Oh, jetzt aber irgendwie. Oh. Ich habe eine Adrenalinspritze genommen. Ja, gut, dass du welche hast. So. Ich habe kein Medipack mehr, aber mal gucken, vielleicht finde ich ja eins. Auch nicht im Inventar? Nee, ist auch keins mehr drin. Ah, hier ist aber eins. Der Große hat hier eins. Kann ich mir gleich mal anwenden. So, komm mal her. Prima. So. Aber der. Ach, der besteht aus mehreren Teilen, kann das sein? Alles ja, dann? Da war der Kleine, ist irgendwie davon abgesprungen als. Alter, nee. Oh. Und hier drin sind auch noch Sachen. Alter, richtig schön. Oh, Munition. Oh. So viel schöne Sachen. Guck jetzt euch einen anderen Helm an. Ist ja Wahnsinn. Das ist echt schon merkwürdig. Ja, du hast den Hut auf. Genau. Da können wir uns später auch eine Suppe drin machen. Ja. Ach, wie krass, guck mal hinter dir, das Gras wird ja richtig runtergetreten. Stimmt, ja. Siehst du das? Sehr geil aus. Alter. Das ist ja witzig. Können wir Kornkreise mitmachen? Ja. Das könnte man wirklich zum Wettbewerb machen.